Let's play RimWorld. Der Chat hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es nicht schlecht ist, Staubmäntel zu machen. Die sind in Hitzewellen nicht schlecht. Deswegen, machen wir das mal. Aber hier, du kannst doch mal... Kümmer dich doch da mal drauf. Mach doch mal einen schönen Staubmantel. Ist auch voll die Mechanikerinerin. Aus Boomeloop-Leder. Gar kein Problem. Hätte auch gerne den Drogenverarbeitungstisch. Martin spielt eine Runde CSGO. Ja, die helfen gegen hohe Temperaturen. Ah, okay. Innen ist es halt auch turbo heiß, ne? Wir haben auch überall die Heizung noch am Bollern, sicherheitshalber. Was ist mit... Ach, Katsumi hat Asthma. Hat er sich denn dann hier hingelegt? Das stört doch jetzt alle beim Schlafen. Das ist doch überhaupt nicht gut. Ist das erstmal das Problem? Oh ne, er hat Hitzschlag. Ah. Nimmt er jetzt die gute Medizin dafür? Ja, müssen wir durch. So, Sayaki darf auch schlafen. Die können alle mal ein bisschen im Kühlraum chillen. So, er raucht erstmal eine Tüte. Franz muss wieder kochen, bis wieder alles auf... Ah, die Elektrotür ist da! Guckt es euch an! Guckt es euch an, wie schnell es geht! Zack! Zack! Boah, viel, viel besser geht's nicht, ey. Könnt ihr den Herd vielleicht noch hier hinstellen, dann müsst ihr nur hier rumgehen, aber das ist schon ziemlich gut. Er muss auch erstmal einen Rauchblatt-Joint rauchen, es geht allen nicht so gut hier. Man kann die Heizung ausmachen, spart Strom, schon die, ja. Wir haben den Mörser erforscht, wow. Schlachttisch unten hinsetzen, ja. Wir erforschen jetzt momentan erstmal nichts. Das ist momentan totaler Kappes. Ach, den. Ah, Schlachttisch, du hast recht. Ich hab, ja. Wann wird die hier denn endlich mal weggetragen? Ach, die ist noch nicht fertig, oder was? Doch, aber... So, warum? Warum kann denn die da niemand hintragen? Ach, weil die... Ah, weil die verboten ist. Die hat doch Attraktivität 20. Ah, dann wird das wohl bei Gelegenheit auch passieren. Franz, mach das mal. Dann ist die bestimmt sauer, weil... im Schlaf gestört, aber... Ja, den Schlachttisch, den versetzen wir mal demnächst, wenn wir wieder was zu schlachten haben. Denke ich bestimmt dran. Wäre es eigentlich besser, wenn wir hier noch den Kochtisch hinstellen würden, ne? Dann müsste der nur hier rumflitzen. Obwohl, das macht nicht viel. Kann man den Herd noch, die Küche noch größer machen, den Raum mit dem Herd? Noch um das fehlende Quadrat erweitern und die Wand nach oben raus machen. Das fehlende Quadrat erweitern. Hier kann man nicht so richtig viel bauen, ist das Problem. Wir haben ein paar Schieferblöcke, das könnte man mal machen. Ne, man kann nur hier bauen. Nee, achso, das geht alles nicht, wegen des Sumpfs. Wegen dem Sumpf drinne. Guys, warum? Wir haben nur weibliche Geissens. Oh, der Kollege schafft es aber auch wirklich nicht. Was haben wir denn hier? Komprimierte Bauteile!
Wieso sind wir darauf nicht hingewiesen worden? Wenn wir diesen Gubbel-Gubbel endlich mal zähmen könnten, dann würden wir endlich mal Eier kriegen. Oh, Boomloops. Eine Riesenherde Boomloops. Ach so, Heizung ausschalten, ne? Brauchen wir ja nun momentan wirklich nicht. Strom aus! Au. V. V. Ah! Kann man auch mit einem Knopf machen. Haben wir einen Schalter? Das ist perfekt für Dela Cruz. Dela Cruz schaltet jetzt auf 1. Porsche, den Bulldozer. Den Sumpf kann man trockenlegen, ja. Aber ich will erst den Drogentisch haben. Ja, Guts kümmert sich um... Ach, hier ist noch komprimierter Stahl. Guts, mach mal erstmal Bauteile. Ja, Guts geht's hier echt nicht so gut, ey. Die haben nur 10 Watt die Heizung verbaut. Ja, ist doch egal. So, es geht jetzt um den. Es geht um den Umweltgedanken. Oh, Fran, ey, das. Ach, warte mal. Das mit dem Kochen. Also Franz kann das ja echt gut, aber. Lyons hat momentan echt nicht so viel zu tun. Dann soll Lyons das machen. Und Lyons hat. Künstler 2, Kochen 1. So, der soll jetzt halt einfach mal mehr kochen, der Idiot. Dann können wir das nämlich auch aufteilen. Dann kann Franz nämlich auch mal... Und Franz auch bei Gelegenheit mal Mahlzeiten kochen, die ein bisschen drüber sind. Oh geil, wir haben heilende Wurzeln. Erst Drogen, dann... Ja, genau. Was möchte El Telefono von mir? Ah. So, hier wird unser schöner... What? Menschenjagende Tiere der Gattung Nashorn sind im Gebiet angekommen. Sie ziehen in der Region umher, stets auf der Suche nach menschlichem Fleisch. Sie können Tiere nicht durchgehen, deswegen ist es ratsam, deine Kolonisten drin zu lassen. Geschütztürme greifen sie nur an, wenn sie aktiviert sind. What? Würden nicht alle über den Hocker gehen? Ach, den Hocker. Ja, das stimmt, der steht da im Weg. Okay. Roger, komm mal nach Hause. Katz ist hier. Dela Cruz hat nichts zu tun, okay. Anita? Was hat Anita vor? Anita holt Stahl. Anita geht auch mal lieber rein. Katsumi ist hier. Roger kommt gerade nach Hause. Sayaki ist zu Hause, okay. Roger, du bist nicht der Schnellste. Noch ein männlicher Truthahn. Roger, könntest du schneller gehen? Bitte? Warum ist denn Bewegen schlecht? Ach, er ist high. Er hat einen leichten Hitzschlag und ist high vom Rauchblatt. Er ist bekifft und ihm ist heiß. Super. Super. Oh, schreib mich doch nicht so. Ninja sagt, zahlt 1 Euro mit der Aussage, versuche die Nashörner zu zählen.
Weiß nicht, ob wir das schaffen. Können die in schmale Gänge? Okay. Ja, die sind einzeln mit dem Energiegewehr auf Distanz kein Problem, aber die sind weder einzeln noch auf Distanz. Sehr gut, jetzt haben sie sich getrennt. Okay, dann holen wir Sayaki dazu. Und Kazumi. Oh man, Roger! Mann. Oh Mann, oh Mann. Die hauen gut Melee-Damage, ja. Aber er kann nicht weglaufen, weil er halt bekifft ist, der Idiot. Okay, sie haben Roger bewusst gehauen, bewusstlos gehauen, okay. Okay, dann kann jetzt. Dann geht Sayaki hier hin. Wo ist der andere Fraggle? Wen hatte ich noch geholt? Kazumi. Ah, Kazumi kommt auch. Nein, lauf! Oh nein, ich Idiot! Oh. Warum ist Kazumi so langsam? Sind die alle bekifft oder was? Die sind alle bekifft und deswegen laufen die halt wie die Froschköpfe. Alliance. Ah, Alliance geht schon. Achso, du sollst nicht Roger füttern, du sollst Roger retten. Obwohl, warte mal erstmal noch. Ob du schneller reingehst? Okay. Oh, shit, jetzt greifen sie die Tür an. Nee, könntest du außenrum gehen? Ihr beiden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Das hat einen Schuss im Herz, einen Schuss im Magen. Das hat. Ein Schuss im Körper und ein Schuss im Magen, das hat noch gar nichts. Bleibt drin! Ja. Die komplette Kolonie ist bekifft, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass die langsamer werden. Guts hat halt noch so ein Energieschild. Oh, sie haben's auf. Oh. Nee, Leons, dann lass das mal. Okay, so. Du rettest sie. Du rettest den Roger. Anita. Dahin. Warum ist Kazumi so langsam? Oha, die haben auch alle was abgekriegt. Die haben sich wieder gegenseitig umgeknattert, die Idioten. Steckt dem. Ninja hat mich auf die Idee gebracht. Steckt den Nashörner einen Joint ins Maul. Die Guts. Oh, dieser Nahkampfschild ist. Oh nein! Nein, Guts ist tot. Oh nein, unser Super Guts.
Das ist doch ein super GAU. Oh. Kann das Vieh jetzt mal umfallen? Das, wieso fällt es nicht um? Oh Gott. De la Cruz, du... Zumi geht jetzt dahin. De la Cruz rettet Roger. Oh, der gute Guts, ey, das war der Beste. So, wen haben wir noch als Kämpfer? Ja, Kazumi, der kommt da. Du lauf richtig die Steine, ist kein Problem. Da oben randaliert noch ein Nashorn rum. Das ist das. Ah, das hat aber auch schon voll viel abgekriegt. Oh, er hat's! Ausgerechnet Guts, ey. Dadurch haben wir unseren Konstrukteur verloren. Listen to go. Nashörner, hoher Nahkampfschaden, viel HP, einfach zum Abschießen. Da sehr groß, strategische Fernkämpfer hinstellen, in einer Linie niederschießen. Ja, das wäre alles gut gewesen. Das Problem war, dass Roger bekifft im Garten stand. Der hat eigentlich die komplette Aktion verdorben. Ach nee, oh, wir haben hier noch ein randalierendes Nashorn rumrennen, ne? Obwohl, momentan bewach einfach hier die Tür. Mann, ey. Ja, Roger wäre kein Verlust gewesen. Das war... Lyons hat das Nashorn im Flur erschlagen. Oh! Die Selbstschussanlage hat das Nashorn entdeckt. Wären die von der Seite gekommen, ne? Boah, endlich. Boah, um Guts ist es echt mega schade, ey. Guts war voll die Maschine. Guckt euch das mal an, was der für ein Konstruktionsmonster war. Und Bergbau. Alles nur, weil die Kasper bekifft sind, wie die Bagger. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, das habe ich nicht gesehen. Es ist mir erst aufgefallen, ja, als es zu spät war. Hier, trag mal das Nashorn weg. Frag mich, ob sie fleischfressende Nashörner einprogrammiert haben oder ob jedes Tier zum Fleischfresser werden kann. Nee, ich glaube, es kann jedes zum Fleischfresser werden. Sag mal, was ist denn mit dir los? Warum bist du denn... Ah, okay, der hat auch... Oh, ihm ist das rechte Ohr frisch abgerissen von dem Nashorn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, deswegen ist Rauchblatt schlecht zu erlauben. Ja, okay. Okay, verstehe ich. Verstehe ich jetzt. Alter, der kann sich halt einfach gar nicht bewegen. Lass das mal, Kazumi. Wo schläfst denn du normalerweise? Roger, Jans, Yaki. Niemand. So, dann bist du jetzt. Oh Mann, ey, Guts ist echt ein Verlust. Ah, okay, okay. Das ist das Payback. Plus 15 Stimmung, niedrige Suchtgefahr, aber minus 30 Arbeit und verlangsamt. Ja, ich hab nicht dran gedacht, dass das eine Downside haben könnte. Wie hast du dieses Ohr verloren? Im Kampf gegen ein fleischfressendes Nashorn. Geschichten aus dem Krieg, ey, ja, kann man nicht anders sagen. Rauchblatt ist ab jetzt verboten. Guck mal, wie langsam die sind. Das ist ein schlechter Witz. Und Guts ist tot.
Der La Cruz versucht jetzt den Truthahn zu zähmen? Okay. Soll er eigentlich Roger machen? Ja, der Cruz, hast du nichts zu reinigen oder zu tragen? Ja, ich kann die Drogen auch woanders ausschalten. Aber dann trinken die kein Bier mehr. Und Bier finde ich eigentlich ganz gut. Das Geschütz oben rechts. Und das müsst ihr eh zwei Seiten überwachen. Hier so. Das Problem ist, ich glaube, ich kann das nicht umsetzen. Oder doch, kann ich auch. Und es halt hier hinstellen, ne? Ja, die sind halt auch total von der falschen Seite gekommen. Ich lasse meinen 0,77 Geschwindigkeitsopa noch Rauchblatt rauchen, dann läuft er rückwärts, ja. Ach so, ganz oben rechts meinst du? Ja, hier würde es eigentlich auch zwei Seiten überwachen, ne? Aber die sind halt von der falschen Seite gekommen und hier war das Geschütz noch nicht fertig. Und dieser bekiffte Typ war halt das Problem. Warum liegt denn jetzt hier eine Anita rum? Warum ist denn jetzt Anita ist zusammengebrochen? Und der La Cruz hat kein Bett mehr und schläft deswegen in der Kühlkammer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Roger kann wieder laufen, okay. Hat aber jetzt schweres Zusammenbruchsrisiko. Oh, mein Sohn Guts starb. Okay, der La Cruz ist jetzt richtig scheiße drauf. Keine Forschung. Hunger? Achso, Roger hat Hunger, ja. Joas füttert ihn jetzt erstmal. Oh, YouTube-Folge ist zu Ende. Okay. Kinder, das war... Boah, das ist das Spiel, ne? Das ist halt ausgerechnet. Ich glaube, Guts war neben Franz unser wertvollster Mann. Also mit Abstand. Weil der... Franz kann auch konstruieren. Aber niemand kann sich sonst hier um unseren Riesengarten kümmern. Also das ist echt ein Problem. Und wir haben auch keinen Bergbauer mehr. Ja, und Guts liegt auch noch tot. Warum hängt Roger denn jetzt hier rum? Geht zu einem Ort mit angenehmer Temperatur. Ach, er geht in die Kühlkammer, okay. Nios ist erstmal selber. Kinder, das ist mega... Das ist krass, ey. Es ging echt gut. Genau, ich fasse jetzt zusammen. Und mach Feierabend für heute. Es war ein wilder Ritt, wie immer. Ich kann die Folge nicht so traurig enden lassen. Doch, muss ich leider. Es war wirklich spannend. Wir müssen gucken, dass wir alle Leute wieder fit kriegen. Ja, Rettungskapsel Verwandtschaft. Der La Cruz Schwiegertochter ist soeben gelandet, nachdem ihr Sohn gestorben ist. Jana. Oh, das ist aufregend. Jana kann Tiere, Medizin, Bergbau! Sie kann zumindest in Sachen Bergbau der neue Guts werden. Wir haben so viele Leute, die mit Tieren umgehen können, ne? Kunst brauchen wir nicht. Sie kann zumindest Bergbau. Zumindest Bergbau. Und sie wird die neue... Ja, Tiere soll eigentlich der andere Kasper machen. Oh. Na gut, Jana war Medical Assistant und Sculptor. Okay. Sie ist aber eine lahme Ente. Nein. Eine Bergbauerin, die eine lahme Ente ist. Ist natürlich perfekt. Ah. Wenn ich das Geschütz oben rechts an die Ecke stelle, bewacht es zwei Seiten. Ja, also du meinst quasi hier irgendwo hin. Also nach da und nach da. Ja, es schießt halt auch leider nicht so weit, ne? Gut, das müssen wir nächstes Mal alles machen. Wir müssen Jana retten. Roger blutet immer noch wie ein Pferd. Franz schläft, der hat davon nichts mitgekriegt. Das war aufregend. Krass. Und es lief gerade wirklich richtig gut, aber so ist das Spiel. Kommen einfach mal drei Menschenfresser. Drei menschenfressende Nashörner. Oh ja, stimmt. Der La Cruz kann mit ihrer Schwiegertochter anbandeln und eine Beziehung mit ihr eingehen. Ist,
Oh, die Rettungskapsel sieht man jetzt hier gar nicht mehr. Da müssen wir nächstes Mal unbedingt dran denken. Ich finde sie jetzt schon nicht mehr wieder. Warum ist das denn hier verboten? Wo ist sie? Wo war sie denn ungefähr? Hat das noch jemand gesehen? Ich will endlich diese Truthähne haben. Wo ist die denn jetzt abgestürzt, die blöde Kuh? Nach Westen? Hier ist West. Ich habe eben nicht aufgepasst. Wo das war. Die lag doch da einfach. Wo ist sie nur abgestürzt? Da! Ach, direkt vor unten. Hier, die liegt ja direkt bei uns vor der Haustür. So, dann wissen wir das. Ninja, hast du Lust, mit mir einen Fanfic für diesen Raum zu schreiben, diesen Stream zu schreiben? Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Okay, Kinder. Gute Nacht. Das war sehr schön. Bis gleich, ne?